Ich verstehe nicht, dass ihr mir keine Straßen verkaufen wollt. Ihr handelt nur untereinander. Ich hab doch die Kohle, ihr müsst mit mir handeln. Ich weiß, ihr wollt das Schwein nicht noch fetter machen. Genau. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monopoly. Ich bin MuckerlyMC und ich habe den Manne hier. Mahlzeit. Und den Dolly. Hallo. Und ich gehe jetzt mal über los, direkt zum Steuer. Geld an die Gegner ab. Oh. Wie gewonnen. Konnte ich gleich wieder abgeben hier, Alter. Ja, sauber. Abgabe. Alter, warum hat Dolly jetzt so viel Kohle, Alter? Scheiß mich schon wieder an, das Spiel. Mokka, Dolly drück. Kriegt. Ja, mache ich. Viel Glück. Na, ich glaube, Dolly hat so ein bisschen Geschäfte mit dem Finanzamt und so. Von wegen, die Schweizer Konten zahlen sich nicht aus. Hui. Am Gefängnis gerettet. Solange sie nur Gott sei Dank. Haben sie nichts zu verlieren. Mann, du musst mindestens eine 10 würfeln. Oder eine 5. Los, würfeln Sie. Oder was würfeln Sie? Dolly, bei dir läuft doch, wa? Ich schlänge mich an. Je näher ich da dran bin, umso mehr Chancen habe ich, da vorbeizukommen. Sie sind am Zug. Wow, wow. Wow, wow, wow. Na, wo ist das Geld, das so ein Trüffelhund ist, das was Booker da gewählt hat, weißt du? Sie sollten bauen. Nee, geht ja nicht. Ich muss mit Dolly handeln, aber das will ich nicht, Alter. Der lehnt ab. Kommt drauf an, wie du handelst, ne? In welcher Kategorie? Okay, jetzt. Was möchten Sie handeln? Alter, 100. Jetzt muss ich wieder tief in die Tasche greifen. Ganz tief. Mucke, mach erstmal dein Angebot. Ich mach sowieso gleich mal ein Gegenangebot. Damit du weißt, in welcher Kategorie du gucken musst. Nein. Ja, wie du es nennen willst. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. So, jetzt kommt erstmal mein klassisches Gegenangebot, ne? Was ist hier los? Hä, wie kein Geld? Hof? Ich muss wieder zu dir rüber. Ach so. Ja. Ihr macht doch gemeinsame Sache. Der Parkstraße war doch eben noch 500, Alter. Ja, weil da noch mehr Geld drauf war. Weil ich das ganze gesetzte Geld, was du da drin hattest, noch. Gib mal, wie sie bitte schachern, Alter. Ihr seid schon ein paar Juden gleich hier. Wie lautet ihr Angebot? Hä? Willst du mich verarschen, Dolstens? Wenn du die zusammen hast, Alter, das ist die teuerste Straße und da willst du noch 50 Monopoly-Dollar. Ja, dann mach ein Gegenangebot. Ich hab das falsch berechnet. Ich wollte eigentlich. Ich hab das falsch berechnet. Alter, das sind ja Preise, Alter. Das sind ja so eine Preiskategorien, Alter, da brauche ich mal gucken. Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Soll ich dir mal was Tönet sagen, Mucke? Soll ich dir mal Tönet sagen? Na? Du hast mir gerade die Parkstraße und 300 geboten.
Du hast mir quasi 650 für 300 geboten. Nee. Ja, du sollst, dein Angebot nein, ist du sollst 650. Nein, das Gebot ist, du sollst mir 650 geben für die Parkstraße. Das war mein Gebot. Pass auf. Du hast mir gerade du hast gerade auf deine Parkstraße noch mehr raufgepackt. Muggi, du hast also mir gerade. Also hätte ich das bei dir raufpacken müssen, oder wie? Richtig, du hast mir gerade mehr Geld geschenkt, als ich vorher hatte. Okay. Und die Parkstraße zusammen. So, Mugga, hier ist dein Untergang besiegelt. Wer so eine Deals macht, erst schenkt er mir den Bahnhof und dann. Und du nutzt das auch noch schamlos aus? Guck mal, du hast uns bis jetzt 7 Folgen lang tyrannisiert. Alter. Tyrannisiert? Dölzens, Alter. Dafür mach ich euch fertig, Alter. Alter. Dölzens. Wow. Jetzt. Alter, ich mach euch fertig. Jetzt mach ich euch fertig. Jetzt. Wieder durch. Puff. Ich hoffe, dass du darauf kommst. Ich geh auf den Top, ey. Es geht erstmal schreien. Ach ja. Ich glaube, ich komme da direkt drauf, ne? Alter, das sind 600, Mann. Manchmal passieren schlimme Dinge. Ja. Investoren geben niemals auf. Ich werde jetzt alles verscheuern hier. Mann, du kannst mir auch ein günstiges Angebot machen. Ja, was denn? Klassisch, die neue, die drei Pinken. Was möchten Sie handeln? Ach so, ja, genau. Was kann denn? Was sind die drei Pinken? Warte, ich glaube, da muss ich erst die Häuser verkaufen, glaube ich, oder? Kann das? Kann das nicht. Wie kann ich die nicht? Mucka, du hast gerade Manne getötet. So. Er ist auf dein scheiß Dreierhaus gelaufen. Echt? Mhm. Ja. Hier, ich kann aber nicht. Handel ist der Motor der Geschichte. Du musst die Häuser jetzt verkaufen. So, okay. Zurück. Mhm. Mann, ist das ein. Ja, dann soll Dolly doch mal meine Tasche greifen, damit er dir hilft, Mann. Jetzt siehst du mal, was richtige Freunde bedeuten. Reicht das? Ach, schei. Ich glaube ja. Ne, was waren das? 600 noch was, ne? 550. Reicht das? Ja. Ja, hast du. Kraftgier. Danke. So, weiter. Sie sind dran. Mann, da ist noch mal dran, ey. Ja, super. Fehlt ja bloß da hinten Mucker seine andere Scheißallee. Aua. Oh mein Gott. 100 Schulden. Dolly, komm her jetzt hier. Verkauf mir irgendwas, Manne. Nee. Nee. Die beiden gelben. Ja, die kann ich gar nicht. Für 200. Ach, doch, die kannst du verkaufen. Die beiden gelben für 400. Was hältst du davon? Nee. Du siehst ja da unten. Wie viel möchtest du denn haben? Da, du musst ja bedenken, da ist eine Hypothek drauf. Na, ich zahl drauf. Die Hypothek 500 ist ja noch drauf. 500 geben. Manne, denk dran, das Gegenangebot musst du drüben einstellen. Du gehst ja mit R1 rüber und machst bei ihm da die Zahlen. Richtig, Mucka hat das nämlich eben gerade verkehrt gemacht, falls er das mitgekriegt hat. Genau, richtig.
Wird mir nie wieder passieren, Dolly. Nie wieder wird mir das passieren. Ich komm da nicht runter. Doch. Du kannst doch runter auf das Geld, oder? Nee, eben nicht. Steuerkreuz geht nicht? Nee, ich komm da nicht runter. Hä? Geht doch bei dir auch, oder nicht? Geh mal zurück. Klick mal auf L1. Kannst du da runter bei dir? Kann ich bei mir runter, ja. Kann ich dir auch Geld geben, oder was? Ja, und jetzt klick mal R1. R1? Geht das jetzt? Ja, jetzt. Ja, siehst du? Mann, nicht für 500, Alter. Lass ihn nicht abzocken, Alter. Lass ihn 1 Dollar übrig, ey. Du weißt ganz genau, dass Mucke dich so oder so fertig macht irgendwann. Irgendwann. Ich? Du brauchst ja bloß die Straßen da unten, die Schlossallee ausbauen, wo ich noch nie drauf war. So, und jetzt? Geld hinzufügen, auf X da drauf. Viereck? Wie lautet Ihr Angebot? Ich hab noch 3 Dollar dazu. Ich hab was falsch gedrückt hab wieder. So, und weiter. Nochmal würfeln. Alter, wie ihr hier rumscharret, Alter. Das ist ein Phänomen, Alter. Mucka kickt sich das vom Weiten an, weißt du? Ja, ja. Das ist... Herrlich ist das. Oh, das wird böse. Das wird richtig hart. Ich hab ja nichts mehr. Ihre Miete ist fällig. Klack. Oh, die psychologischen 2000. Jetzt geht Lust nur noch gleich auf, Saas. Warte mal. Nächste Runde sind 2-2. Pass auf. Ich hab mal. Pass auf, Mogger. Das ist das Angebot des Jahres. Bedenke, dass ich mich für 50 Hossen das Gefängnis freikaufen kann. Du kleine Schwumpe, Alter. Willst du das mir für 5 Euro günstiger, willst du mir das machen, oder was? Haben und nicht haben. Das war das mit der psychologischen Kriegsführung. Da kannst du, was auch. Wie lautet Ihr Angebot? Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Er zieht mich wieder runter, Alter. Unter 2000. Das war's nämlich. Das hat er damit vorher. Ist egal, ich bin gedanklich, bin ich auch für 2000. Und ich bin wieder zu Hause. Oder Ereignisfeld. Ereignisfeld. Hoffentlich muss er jetzt für die Häuser blechen. Das wäre so doll, wenn er auf so ein Ereignisfeld kommt. Endlich daheim. Über den Ausbau nachgedacht? Ja. Mucka will nicht Investor, will er investieren? Nee, macht er nicht, traut er sich nicht. Mucka muss die Kohle sparen, sagt er. Mucka hat irgendeinen Plan. Das ist jetzt hier bloß noch psychologische Kriegsführung gerade. Dieses Spiel ich hat sich von Spaß in Ernst verwandelt. In Ernst verwandelt. Er hat das uns ist schlimmer, als wenn ich Battlefield spiele hier. Er hat uns angedroht. Er wird dich knallhart wegmachen, sagt er. Gepickt. Ach, da habe ich schon. Okay. Alles klar. So erbauen wir unser Vermächtnis. Für mich hat sich das dann wohl erledigt, die nächste Runde.
Mucka, was machst du denn jetzt? Nix. Ich hab nur nachgedacht, Mann. Ich hab nur nachgedacht, wie ich Dolly rankrieg. Euch beide rankrieg. Naja, ja. Ich pass. Bin sowieso gleich raus hier. Da, nein. Die ist aber nicht so teuer, Christi. Ja, sicher. Ich hab ja auch nichts mehr im Besitz. Mir hört ja auch nichts mehr. Sie sind dran. Dann krieg ich jetzt dran zu rechnen. Ich stehe da ganz unwünschig, muss ich echt sagen. Jawohl. Dolly, das war wohl für dich. Ja. Wieso? Eigenes Völker. Es wird etwas Gutes passieren. Ich spüre es. Hast aber schon ein bisschen Glück, ne? Ey, Mann, das ist deins. Ein bisschen Glück, ich darf den Scheiß normal machen. Klack. Mann, nur für dich. Danke. Er hört ja auch. Mir hört er nichts mehr in der Ecke. Komm da nicht mehr raus. Das ist wie so ein Strudel, weißt du? Also es fühlt sich gut an, von Heim zu laufen, weißt du? Also als Hündchen. Als Hündchen, weißt du? Wenn einem so alles gehört und so. Schön. Schön. Ja, ja. Komm, über los wenigstens. Nein, doch. Doch, doch. Manne, safe. Direkt drauf, Manne. Manne, sei froh, dass du nicht wieder Steuern bezahlen musst. Na, noch nicht. Er ist nicht. Noch nicht da. Sie sind dran. Warum muss ich den Scheiß nochmal machen? Oh, nö. Alles, was du hier hinten würfelst, Dolly, wird dir zum Verhängnis. Das ist einfach so. Das ist aber mies, Mann. Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel. Platsch. Platsche. Platsch. Sie sind am Zug. So, ich geh mal los. Na, zumindest da am Links vorbei. Hat der einen Lack, Alter. Ist unfassbar. So, was gibt's denn Schönes? Urlaubsgeld, ja. Natürlich. Wer her damit? Zack! Behindert. Absolut behindert. Jetzt gibt das uns. Weißt du, Dolly, du kannst die Schlossallee und die Parkstraße haben, aber wenn du da nichts hast, wenn da keiner raufkommt, ne? Bringt das alles nichts. Ja, du bist noch mal dran, Mann. Ich weiß. Oh, ich hab ein Hündchen umgeworfen. Nein. Oh, das ist Hündchen. Ja, komm mal zu mir auf los. Das Spiel beginnt von vorn. Reset. Mann, du bist dran. Mucka muss beenden. Nee, Mucka muss erst weiter drücken. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Ja, ja, sehen wir die Zukunft. Hier, verschwind, du Köder. Ja, klar, ich höre der Mucka, wem sonst? Aber es ist nur minimal. Müssen den Spieler bezahlen. Ja, ja, hier, 16 hast du. Ich hab ja einen dicken Deal gemacht. Bei Dolly da hinten sieht schlecht aus, sehe ich gerade. Dolly ist ganz böse dran. Und Dolly hat noch die halbe Route. Mach mal eine 5 oder eine 4 oder so. Oder eine 7. So, ich muss sogar dafür Dolly schon irgendwas aufnehmen, ne? Weil Mann halt 2 davon hat. So wenig Geld habe ich. Schlaue Investoren geben niemals auf. Mann, er will's handeln? Mir ist ja nicht. Ja, können wir machen. Kann handeln. Wie lautet Ihr Angebot? Hab ich so viel?
Ich verstehe nicht, dass ihr mir keine Straßen verkaufen wollt. Ihr handelt nur untereinander. Ich hab doch die Kohle, ihr müsst mit mir handeln. Ich weiß, ihr wollt das Schwein nicht noch fetter machen. Genau. Ja, komm. Schafft sowieso nicht die Runde. Kriegst du schon mehr Geld wieder. Ich bin normal dran. Schön. Viel Glück. Ja, viel Glück, das brauchst du, Dolly. 2, 3. Ohne auf dein, natürlich, sehr klar. Auf dein Scheiß, den ich dir gerade verkauft habe. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Es ist voll süß, wie ihr euch die kleinen Taler von A nach B schiebt. Der Zug beginnt jetzt. Die kleinen Taler. Oh. Du würfelst doch nur so ein Scheiß. Jetzt kriegt man eine Kohle, Alter. Ja, ich glaube, ich hab's ein Häuser. Ja, ohne Häuser drauf ist schlecht, ne? Er musste ja die ganzen Häuser verkaufen. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie gesagt, man hält durch. Ja, ja, noch. Kämpft um nackte Überleben. Sie sind dran. So, und jetzt auf Mucker seine Straße. Ich glaube, du hast es sogar bis auf Dings geschafft. Oh ja. Ja, fick dich, Mucka-Allee, Junge. Fick dich. Gut über den nächsten Zug nach. Mucka-Allee, fick dich. Er kann frei parken. Immerhin. Los, würfeln Sie. Dolly, wir kriegen Mucka da nicht mehr weg. Glaube ich. Nö. Nee. So, macht mal ruhig, ich bin gleich wieder da. Was sagen die Karten? Schinden wir mal wieder ein bisschen Zeit. Na, Dolly, hast du ja 100 eingesackt, oder was? Ja, muss ich ja, ne? Aber schon krass, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das so bei Monopoly so entwickelt. Also muss ich echt sagen. So. Doch, doch. Ist oftmals so. Ist aber auch immer die viel erste Glück, Phase, ne? Ist halt bloß kaufen, kaufen, kaufen. Ja, sicher, das ist alles. Ob da das ist sehr viel mit Glück verbunden, ne? Mhm. Definitiv. So, ich beende mal meinen Zug, dann kannst du schon mal würfeln. Na, wie gesagt, du hast ja jetzt die Parkstraße und die Schlossallee. Die bringen wir nicht. Aber es bringt ja auch nichts, wenn da niemand draufkommt, ne? Naja, selbst wenn, dann gibt's bloß 100. Ein Bett. Ja. Schön. Mokka. Bis dann. 11. Dann bin ich ja bei mir. Ich warte bloß auf die Karte. Ich warte auf die Karte, wo er blechen muss für seine scheiß Häuser. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Aber der nicht. Oh, Zolli. Oh. Meine Wurzel, Alter, wieder 100 wurde zum Vorstand gewählt. Ja. Okay, ich wähle dich gerne wieder. Ja, ich bin Vorstandsvorsitzender. Juhu! Manne, mindestens. Du brauchst mindestens eine 5. Eine 6. Manne! Komm ich bei dir drauf. Ein bisschen Kohle habe ich. Ja, da habe ich aber kein Haus. Sie müssen den Spieler bezahlen. Ja, ja, hier hast du. Alter, der Mucka muss doch nackig zu kriegen sein. Der gibt doch ja nicht. Du sagst halt einfach, ne? Du sagst halt so einfach, Manne. Sind am Zug. So, die Musik frustriert mich so langsam hier. Dum, dum, dum. Echt, Alter. Ich guck gerade überlegt, dieses Gedudel im Hintergrund. Sie sind zu. Wie lange sollten sie bauen? Mucka, das wird der Let's Play-Renner, Alter. Monopoly. Ich muss alles auf eine Karte setzen. All in.
Sie sind dran. Das Hündchen ist dran, das alte Hündchen. So, hier, gib ihn. Was kommt schon hier? Eine 5? Eine 5? Also jetzt muss ich blechen, Alter. Haben wir viel. Hm. Oh Gott, da kommst du ja gar nicht mit klar mit der Summe. Muss er eine Hypothek aufnehmen? Ich glaub schon. So langsam ist es soweit. Guck mal, wie er überlegt jetzt. Muss das bezahlen, Mugger, kommst du nicht mehr raus. Ja, geht ja nicht anders, ne? Muss ich wohl machen. Die werde ich erstmal durch die Geldmaschine ziehen, um zu gucken, ob die auch echt sind. Viel Glück. Ja, viel Glück, das kann ich gebrauchen. Nein, das ist doch nie seine Putze da. Nein! Ihre Miete ist ja, ich weiß. 390. Was möchten Sie handeln? Ich will handeln, Dolly. Was ist das hier überhaupt? Warum sind die grün? Diese Stadt ist wirklich. Keine Ahnung. Das sind meine eigentlich. Es geht jetzt schon hier los. Ich hab keine 300, ne? Das weißt du selber. Achso, na gut, dann nehme ich einen wieder weg hier. Und du kannst doch nicht den vollen Preis verlangen. Bist du das Wahnsinn? Wie viel hast du? Jung. Klar verlange ich den vollen Preis. Klar, ich will den vollen Preis. Dolly, du brauchst die Kohle, um mich zu bezahlen. Ah nee, ich muss sie ja bezahlen. Du brauchst die Kohle, um mich zu bezahlen. Scheiße. Komm. Krass. Komm, Junge, schlag ein. Achso. Geht ja nicht. Wie lautet ihr Antwort? Yeah. So, bezahlen und weiter. Dann geht Geld wieder zurück. Hui. Oh Mann, Manne, du verrennst dich. Ja, was soll ich denn machen? Für mich ist das Ding hier gegessen hier. Bin froh, wenn es zu Ende ist. Das kann sich alles noch wenden, Manne. Wo lande ich denn jetzt? Hey, Party. Toll, da, gehört mir noch. Manne, kriegst du wieder ein bisschen zurück. Ah, danke. Deine Güte ist unermesslich, du. Ich bin nochmal dran, ne? Was schön. Na, jetzt kommst du bei Mogga rauf, Alter. Zwei, Mann. Hier ist noch ein bisschen Geld. Krieg noch ein bisschen Kohle. Oh. Jetzt geht rund, warte mal ab, Junge. Jetzt kann ich investieren. In Bad. Oh. Nein. Oh, ja. Hättest du mir nicht Geld abgezogen, hätte ich das sogar noch bezahlen können. Kannst du. Ah, kann ich sogar noch. Kimamoka freut sich. Kimamoka sagt gar nichts mehr. Der ist jetzt hyperventiliert. Kimamoka hat gleich gewonnen, wenn er echt mit der 3... Und ich laufe jetzt schnurstracks auf Dolly sein Grundstück zu. Und muss ihm wieder 150 Tacken zahlen. Alter, ihr macht mich arm, Alter. Oh, siehst doch schon ganz schlecht aus. Alles in den Arsch geblasen. Los, würfeln Sie. Alter, ich will gar nicht mehr würfeln. Ich will los, gar nicht mehr würfeln. Los, würfeln Sie. Boah, ich komm über los. Hui. Mann, das gibt wieder Geld. Ja, ja. Gib wieder Geld aus der Staatskasse, Mann. Davon krieg er nichts bezahlt, dahin bei dir in der Ecke. Ist doch Schwachsinn, wenn du mit einer Figur darauf gehst, dass du für drei Häuser bezahlen musst. Also wenn du mit drei Figuren darauf gehst, musst du trotzdem mit drei Figuren bei drei Häusern bezahlen. Also es macht keinen Unterschied.
war's vielleicht. Spannend bis zur letzten Minute, du. Schauen wir mal, ob sie Glück oder Pech haben. Oh. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen. Ui! Man kriegt Kohle! Das war ja Mucki sein, ne? Was er mir geschenkt hat. Ja. Na, also fast, ne? Ich glaube, so langsam habe ich immer deine. So langsam habe ich einen Aufwind hier. Langsam läuft das. Mucka! Soll ich würfeln? Ja, los, komm. Roll the dice. Steuer? Hand ab? Nee, ich meine, du kriegst Geld. Super, wie viel? Ach, nee, doch nicht. Nur Scheiß Hypothek drauf, hätte ich nichts für. Alter, Mucka hat fast die 3000 zusammen. Beginnt jetzt. Ja, wenn die Regel noch so ist. Sollte er es etwa beenden? Nein. Stück für Stück. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Guck dir das mal an. Wenn er echt 3000 kriegt, Alter. Guck, Mucka hat uns stumm geschalten, Alter. Der liegt auf allen Vieren und freut sich. Drecksau. Nein, so ist das nicht, Mann. Natürlich, kenne ich. Nein, so. Nein. So, hier weiter. Ich glaube, das hat Dolly nicht gemacht bei 3000 Dollar. Das hat er nicht gemacht, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Er hatte irgendwie noch mal vor der Aufnahme oder so, hat er gesagt, nee, 3000 Sieg. Ja, aber da stand auch drin, dass man, wenn man auf Los geht, dass die ganzen Steuern bekommt. Das war ja bis jetzt auch nicht. Oder wenn man hier auf das Freiparken geht. Mucka ist dran. Ist so spannend, Mucka zuzugucken. Ja. Wie er von einem sein Haus zum nächsten läuft. Eine 7. 8. Ah, verdammt! Ich muss schon wieder 20 Dollar abdrücken. Sie hatten mit dem Geld 7 hätte es noch bezahlen müssen. Na gut. Tja, Mucka, ist das etwa die Wende im Spiel? Sehen wir, was die Da ist er. Da ist er, zu sehen. Ja. Also ich verliere schon richtig Kohle, verliere ich schon. Merke ich schon. Das wird einen doch noch jetzt, vorhalten, ey, ich so will dickfällig. Die Karte, ich will die Karte sehen, dass er für seine Häuser bezahlen muss. Ja. Jetzt. Komm, für alle Häuser bezahlen. Nein, ich bekomme jetzt. Ach, oh. Aber ihr wart schon richtig fast. War das Kokain schon wieder alle? Schaut, zipp. Genau, die Nasenscheide waren durch, Junge, muss er Fuffi bezahlen. Spielen wir. Eine neue. Nachgefertigt. Nein, ich bin drinne. Das hast du, glaube ich, auch nicht mehr bezahlt, so wie ich das denke. Ah, nee, das ist ein Bahnhof, Manne. Das schaffst. Komm durch. Hier, bitte. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Danke. Jetzt will er wissen, jetzt. Okay, jetzt könntest du bei 3000. Mal sehen, was denn hier stellt. Ich bin gespannt wie Flitzebogen. Ja, also ich glaube bei 3000, nee. Das Haar. Die Leute haben schon keinen Bock mehr, Alter. Viel Glück. Los, komm her. Würfel was? 6? Was haben wir bei mir? Ups. Halt's Maul. Danny, wir müssen das nächste Mal müssen wir anders angehen von Anfang an. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Ja, wir müssen die dicken Dinger kaufen da hinten. Die hab ich alle. Bringt's nicht. Mucka mal vorbei, Rush. Ich glaube, ich muss in den Knast, Alter. Nee doch nicht. Nicht. Ich muss zahlen! Sie müssen den Spieler bezahlen. Was? Ja, so. Dolly kriegt doch Kohle. Das sind so die letzten Zuckungen von uns, glaube ich. Weiter, Mucka. Ja, oh, Entschuldigung. Hier, weiter. Also, wenn alles gut läuft, brauche ich bloß einmal über los und dann läuft's. Oder hat sie jetzt schon Mann. Erledigt? Oh. Oh nein!
Thalemann und Söhne. Krieg nicht bezahlt, ne? Doch. Warte, pass auf. Ja. Mokadio! Yeah. Nein. Ich bin der Meister. Auf deine ja. Art. Scheiße. Alter. Ja. Mucke hat Monopoly gewonnen. Wieso hast du das eingestellt, Dolly? Mit den 3000? Weil wir sonst noch Stunden gespielt hätten. Ja, das wäre doch geil gewesen. Ja, lass dich feiern hier. Ja, schade. Schade ein bisschen so, dass es so eintönig war. Oh. Dass ich recht in der frühen Zeit so vorweggezogen bin. So, wir können es jetzt erstmal zurücklegen. Die Folge geht jetzt noch eine halbe Stunde. Der Präsident hält seine Rede. Genau. Ja, es tut mir ganz, ganz doll leid. Ich danke. Manne, dass du so extrem darunter leiden musstest. Ich sitze gerade bloß mit der Hand vorm Kopf hier, Alter. Wie er labert. Dolly, es tut mir auch leid, dass du darunter so leiden musstest. Ich fass mir an die Schläfe, echt. Luca hält seine Abschlussrede, oh nein. Ja. Zweiter ist Dolly, dritter ist Manne. Es tut dir leid, dass du so gut warst, ne? Naja, war ja das erste Mal, dass ich Monopoly mal online gespielt habe auf PS4. Ja, stimmt, PS4. Das ist ganz anders als das Brettspiel. Ja, na so ein bisschen fast. Also mit diesen Hypotheken und so, das kannte ich auch noch nicht. Nee. Wie gesagt, ich habe es vorher bloß zweimal gespielt auf dem Brettspiel. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Das war die erste Season. Die zweite Season kommt bestimmt. Und ja, wir sehen uns. Kannst du knicken, Alter. Mit dir spiele ich nie wieder.